Hast du manchmal das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht mit deinem Computer? Warum ist er plötzlich deutlich langsamer? Bekommst du vermehrt seltsame E-Mails? Ist dein PC von Schadsoftware betroffen? Wird dir eine andere Startseite angezeigt, obwohl du nichts geändert hast? Sind deine Daten und Passwörter noch sicher? Wurde dein PC vielleicht gehackt? Wenn dich das Gefühl beschleicht, dass etwas mit deinem Computer nicht so ganz in Ordnung ist, solltest du einige Dinge sofort überprüfen. In diesem Video zeige ich dir einige einfache Optionen, um zu checken, ob du gehackt wurdest und auf deinem Computer eventuell Schadsoftware vorhanden ist. Natürlich zeige ich dir nicht nur, wie du die Eindringlinge erkennst, sondern ich erkläre dir auch zu jedem einzelnen Anzeichen, was du unternehmen kannst, und zwar Schritt für Schritt, damit Internetkriminelle keine Chancen mehr bei dir vorfinden. Als Unternehmensberater werde ich häufig zum Thema IT-Sicherheit gefragt. Und als Anwender bin ich natürlich bestrebt, meine eigenen Systeme möglichst gut zu schützen. Darum habe ich mir von IT-Security-Profis einige Tipps geholt, die ich nun gerne mit dir teilen möchte. Also, lass uns loslegen. Sind mein Webbrowser oder Plugins infiziert? Häufig wird der Webbrowser verändert, eine andere Startseite hinterlegt oder ein Browser-Plugin hinzugefügt. Plugins prüfst und änderst du in Chrome. Ganz einfach, rechts oben auf Erweiterungen, dann auf Erweiterungen verwalten. Jetzt siehst du alle Plugins, die bei dir installiert sind. Es wird bei dir also definitiv anders aussehen als hier. Wenn du ein Plugin nicht kennst, kannst du es hier ganz einfach herauslöschen. Wenn nicht deine übliche Startseite angezeigt wird, kannst du das hier anpassen. Bei Google Chrome ganz einfach ins Suchfeld Startseite eingeben und es werden dir die Einstellungen angezeigt. Hier kannst du entweder einen neuen Tab auswählen oder eine beliebige Startseiten-URL eingeben. Fertig. Ist meine E-Mail-Adresse von einem Leak betroffen? In letzter Zeit häufen sich die Nachrichten von gehackten Mailadressen und bekannt gewordenen Passwörtern. Mit diesen einfachen Kniffen erfährst du, ob auch dein E-Mail-Account und das dazugehörige Passwort betroffen sind. Wir nutzen ja oft viele Jahre unsere E-Mail-Adressen und ändern zu selten die Passwörter. Es ist daher gar nicht so unwahrscheinlich, dass auch deine Mail irgendwo auftaucht, wo sie eigentlich nichts verloren hat. Datenlecks bei diversen großen und kleinen Plattformen gibt es leider immer wieder mal. Auf der Seite haveibeen.com gibst du einfach deine E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Fenster ein und klickst auf Pwned? Bekommst du eine rot hinterlegte Antwort mit dem Wortlaut Oh no, Pwned, wurde deine E-Mail-Account leider gehackt. Auch eine Website des Hasso-Plattner-Instituts bietet dir die Möglichkeit, deine E-Mail-Adresse zu überprüfen. Diese Seite schickt dir eine E-Mail auf die angegebene Adresse, in der du über einen etwaigen Hack und über den ungefähren Zeitpunkt des Datendiebstahls informiert wirst. E-Mail-Adresse und Passwort gehackt. Was tun? Du wurdest gehackt? Dann ändere sofort dein Passwort. Achte darauf, dass dieses mindestens 12 Zeichen und davon Großbuchstaben sowie Sonderzeichen beinhaltet. Im Idealfall Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen. Um ganz sicher zu gehen, solltest du dein Passwort regelmäßig ändern. Am besten nimmst du ein Wort, das so in der Form auf keinen Fall im Duden steht. Ich selbst nutze für alle meine Geräte ein Passwort-Tool namens LastPass, weil ich mir damit nur mehr ein einziges Passwort merken muss. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Die gute Nachricht: Bei dieser Attacke ist nicht dein Computer betroffen, sondern es hat nur irgendjemand deine E-Mail-Adresse, sofern du die Passwörter geändert hast. Ich empfehle dir auch, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen, um die Sicherheit noch zu erhöhen. System auf Malware prüfen. Aber wie? Viele Webseiten bieten ja kostenlose Software zum Download. Häufig wird dir bei der Installation eines neuen Programmes auch eine Option angeboten, um ein zusätzliches kostenloses oder anderes Tool zum Testen oder auch dauerhaft gratis mit zu installieren. Sehr oft handelt man sich dabei leider einen Virus, einen Trojaner oder andere Schadsoftware ein. Denk also bitte immer daran, den Haken für diese Option bei der Installation zu entfernen. Anzeichen für einen Befall können zum Beispiel sein, wenn plötzlich ein
komisches Webbrowser-Plugin auf deinem Computer installiert ist. Das merkst du häufig daran, dass dein Webbrowser eine andere Startseite hat, seltsame Suchergebnisse angezeigt werden oder dass bei dir immer wieder irgendwelche Meldungen auftauchen mit Werbung oder Fake-Nachrichten. Zum Beispiel ein Hinweis, dass du einen Virus am Computer hast und dir jetzt unbedingt genau diese Antivirensoftware herunterladen soll. Wie checken wir das nun? Du gehst links unten auf das Windows-Symbol und suchst nach Entfernen. Dann drückst du Enter und wählst Programme hinzufügen oder entfernen aus. Hier siehst du jetzt diverse Programme, die auf deinem Computer installiert sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Name klickst, kannst du das Ganze auch nach Installationsdatum sortieren. Jetzt siehst du die Programme, die zuletzt installiert wurden. Und wenn du hier drauf klickst, kannst du diese auch sofort deinstallieren. Bei mir ist jetzt zum Glück keine Schadsoftware vorhanden. Wenn du bei dir aber siehst, dass vor einigen Stunden oder Tagen etwas Neues installiert wurde, das jetzt überhaupt nicht bekannt vorkommt, würde ich das Programm auf jeden Fall deinstallieren. Gibt es Hinweise auf Kryptominer-Tools? Hacker schleichen sich oft ganz langsam ein und nutzen zum Beispiel die Leistung der CPU oder der Grafikkarte, um Prozesse im Hintergrund laufen zu lassen. Besonders beliebt ist dabei zum Beispiel Bitcoin Mining. Oft bemerkst du dabei nur, dass dein System langsam wird oder häufig voll ausgelastet ist. Wo finden wir Hinweise auf Bitcoin Miner oder ähnliche Schadprogramme? Am einfachsten über den Task Manager. Dazu machst du auf die Leiste am unteren Bildschirmrand einfach einen Rechtsklick und gehst auf Task Manager. Alternativ dazu kannst du auch die Tastenkombination Steuerung Alt Entfernen drücken. Es öffnet sich ein Fenster, wo du alle laufenden Prozesse angezeigt bekommst. Klick hier auf CPU-Leistung, um nach Auslastung der CPU, also des Prozessors, beziehungsweise auf GPU, um nach Auslastung der Grafikkarte zu sortieren. Schau dir dann die obersten Programme an, ob du diese kennst. Mit Rechtsklick auf das jeweilige Programm, schau, dass du das richtige Programm erwischt. Rechtsklick zu Details wechseln. Hier bekommst du dann eine detaillierte Übersicht der Aktivitäten. Schau dir auch unbedingt die Systemdatei an. Diese sollte im Normalfall nicht mehr als 1 bis 2% Auslastung haben. Du kannst Tasks jederzeit beenden oder auch komplett löschen. Bevor du irrtümlich aber einen wichtigen Task löscht, speichere dir lieber eine Kopie, damit du sie notfalls zurückkopieren kannst. Achtung! Viren schalten sich meist beim Öffnen des Task Managers von selbst ab. Für die Virensuche ist der Task Manager also definitiv das falsche Tool. Laut IT-Experten gibt es für Laien Tools wie zum Beispiel, ich glaube, Prozess Lasso oder Prozess Explorer, die aber natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind. Ich habe weder das eine noch das andere Tool bei mir selbst getestet. Etwas fortgeschrittenere Anwender finden in der Kernauslastung meist gute Hinweise auf Eindringlinge. Du kannst hier auch Autostartprogramme prüfen und ändern. Also im Task Manager findest du den Tab oben Autostart. Hier siehst du alle Programme, die automatisch mit Windows gestartet werden. Wenn du hier Programme entdeckst, die dir nicht bekannt sind oder die du nicht mit Windows starten möchtest, dann kannst du sie hier einfach deaktivieren. Rechtsklick auf das Programm und auf Deaktivieren gehen. Wie sinnvoll ist ein Antivirenprogramm? Grundsätzlich sind spätestens seit Windows 10 keine speziellen Tools mehr erforderlich. Auch bei Mac-Computern ist eine sehr gute Lösung als Standard bereits vorhanden. Gib beim Windows-Rechner links unten in das Suchfeld Defender ein. Dann auf Windows Sicherheit klicken und im nächsten Fenster auf Viren- und Bedrohungsschutz klicken. Du kannst hier auch gleich eine Schnellprüfung starten oder unter Scan-Optionen eine intensivere Untersuchung planen. Du solltest regelmäßig natürlich nach Updates suchen und auch die anderen Prüfprozesse in regelmäßigen Abständen laufen lassen. Es kann natürlich sein, dass diese Ansicht bei dir komplett anders aussieht, weil ich natürlich meine Einstellungen ein bisschen angepasst habe. Auch wenn diese mitinstallierte Lösung von Windows schon recht ordentlich funktioniert, nutze ich persönlich dennoch
ein externes Antivirenprogramm, das sich plattformübergreifend auf PC, Laptops, Smartphones und Tablet verwende. Den Link zum Ausprobieren findest du ebenfalls unter diesem Video. Auf gar keinen Fall solltest du mehrere verschiedene Antivirenlösungen auf einem System verwenden. Dies beeinträchtigt die PC-Leistung meist sehr negativ, weil permanent irgendetwas gescannt wird. Oft behindern oder blockieren sich verschiedene Tools sogar gegenseitig. Ist mein Datenverkehr auffällig? Um das zu überprüfen, gibst du beim Windows-PC links unten in die Windows-Suche CMD, also Command, ein. Beim Punkt Eingabeaufforderung machst du einen Rechtsklick als Administrator ausführen. Anschließend noch auf Erlauben klicken, dann Netstat Leertaste -B eintippen und Enter drücken. Es folgt eine Auflistung aller Programme, die mit dem Internet aktuell verbunden sind. Diese Auflistung kann einige Zeit dauern. Warte bitte, bis sie fertig ist und scroll dann zurück nach oben. Kommt dir ein Programm nicht bekannt vor, kannst du es ganz einfach googeln, um zu sehen, ob es systemrelevant und in Ordnung, also für dich vertrauensvoll ist. Unbekannte und nicht vertrauenswürdige Programme solltest du dann unbedingt deinstallieren. Für eine nahezu rückstandslose Entfernung von Programmen und ihren Anhängseln gibt es Tools wie zum Beispiel Revo, Uninstaller, iOBIT, Vice oder Geek, um nur einige zu nennen. Wichtig! Viren senden sehr gerne unter falschen Namen. Also immer einen Blick auch auf die vermeintlich sicheren Programme werfen. Das war also ein kleiner Einblick in die Basics für Einsteiger und weniger erfahrene Anwender. Wenn dich mehr zum Thema IT-Sicherheit interessiert oder du vielleicht selbst weitere nützliche Tipps dazu hast, lass mir gerne einen Kommentar. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.